Hallo zusammen, herzlich willkommen. Los geht's mit einer neuen Ausgabe von Kubik. Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle édition de Kubik. Wir widmen uns der Welt des Folkrock. Rencontre touchante aujourd'hui, plongée dans un univers Folkrock. Mit seiner Stimme, die auch mal kratzig klingt, und seinen ehrlichen, offenen Texten beeindruckt unser heutiger Gast. Avec une voix parfois écorchée par le temps et des textes emplis de franchise, voici Alan Ross. Alan, bonjour. Tu es compositeur. Donc tu es venu avec tes propres morceaux sur Kubik. Du bist Komponist und heute mit den Songs aus deiner eigenen Feder zu uns gekommen. Exactement. Genau, ich habe einen Song dabei, den ich für die Band Street Girls geschrieben habe. Und dann gibt es noch zwei neue Songs zu hören, die ich exklusiv nur für euch spiele. Alors sans plus tarder, écoutons cela, quel est ton premier morceau? Ohne Zeit zu vergeuden, was ist dein erstes Lied? Der erste Song heißt Even If, der eigentlich von meiner Band Three Beers stammt. Liebe Zuschauer, Alan Ross mit Even If. Myself in her eyes, they all I lose my reason. I dream about the skin and I fall into oblivion. Even if we'll ever sail. What is missing in me? I lose myself in her eyes. Oh, everything seems to me perfect. And the sweetness of her hands, he weighs all my regrets. Even if we're the same, even if I see in you what is missing. I lose myself. No.
Alan Ross mit Even If. Merci, Alan, c'est très, 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 très beau. Das war wunderschön. Alan, komm zu mir auf Sofa, viens me rejoindre. Was inspiriert dich, solche Geschichten in deinen Liedern zu erzählen? De quoi t'inspires-tu pour raconter tes histoires? Pour ce morceau, comme pour quasiment tous mes morceaux, je parle de ma propre vie ou de choses que j'ai vécues. J'erzähle über mein eigenes Leben oder über Dinge, die ich gesehen habe. Das sind keine fiktiven Geschichten. Tous mes textes quasiment oft geht es um Liebe. De choses réelles, c'est pas des klischeehaft klingt, Fiction, gehört Liebe zu den wichtigsten Dingen im Leben. Es geht auch darum, sich für etwas einzusetzen. Denn für manche Dinge lohnt es sich zu kämpfen. Je constate que c'est une des choses les plus importantes de la vie. Ensuite, ça parle d'engagement, beaucoup d'engagement, parce que on en reparlera peut-être tout à l'heure, j'espère. Je m'en fais viele Gedanken über meine Texte. Je pense que dans la vie, c'est aussi ça, faut savoir se battre pour. Ich konzentriere mich auf das, was die Leute eventuell hören könnte, und was mich auf jeden Fall berührt. Des choses simples. C'est pas que je me casse pas la tête à écrire des textes, c'est que je vais à l'essentiel, je vais à ce qui va peut-être toucher les gens et en tout cas à ce qui me touche moi. Und wie genau entstehen die Melodien dazu et pour la partie composition musicale? Donc pour tout ce qui est musique, en fait c'est... Musik ist Gefühlssache. Ich habe gar keine musikalische Ausbildung und bin totaler Autodidakt. Dazu gibt es eine Anekdote. Vor einigen Jahren wollte ich Gitarrenunterricht nehmen und man sagte mir, dass ich aufgrund einer Fehlbildung in den Händen nie richtig Gitarre würde spielen können. Ich habe Probleme mit den Gelenken, seit ich als Bauarbeiter gearbeitet habe. Bei Kälte bekomme ich Probleme mit meinem Daumen. Und in meiner Jugend war ich etwas unruhig und konnte mich nicht so gut auf etwas konzentrieren. Jedenfalls sagte man mir, dass ich nie richtig Gitarre spielen könnte. Und heute bin ich froh, das Gegenteil beweisen zu können. En gros, on m'avait dit que je pouvais pas faire de guitare correctement et aujourd'hui, je suis content de pouvoir prouver le contraire. Super. Qu'est-ce que tu aimes dans le folk rock? Was genau magst du an Folk und Rockmusik? La première chose qui me vient quand je pense au folk rock, c'est das erste, was mir zu Folk Rock einfällt, ist die Ehrlichkeit dieser Musikrichtung. Wie gerade zu hören war, benutze ich eine elektroakustische Gitarre. Ich benutze keine Effektpedale und ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, versuche ich nicht, wie einige Musiker zu tricksen. Wenn ich eine falsche Note spiele, hört man das. Wenn ich falsch singe, hört man das. Für mich gehört das dazu. Manchmal passiert es mir, dass ich sehr laut singe und während meiner Songs weinen muss. Ich glaube, das trägt zur Intensität dieser Songs bei und gehört einfach dazu. Die Musik ist für mich keine Perfektion, sondern ein Abenteuer. Perfection, la musique pour moi c'est de l'aventure. Das kommt von hier. Ça vient de là. Exactement. Du hast mit du spielst auch noch in einer anderen Band, was hat dich bewogen alleine aufzutreten? Tu te produis aussi avec un autre groupe et tu as décidé de jouer le solitaire. Pourquoi ce choix? Das passierte plötzlich, ohne dass ich großartig darüber nachdachte. Mir wurden Solokonzerte angeboten. Man sagte mir, wir hätten dich gerne für einen Auftritt, aber die Band hatte keine Zeit. Also sagte ich mir, warum nicht? Und den Leuten schien es zu gefallen. Danach folgten etliche Konzerte. Jetzt habe ich die Möglichkeit, in schönen Hallen in der Region aufzutreten. Das ist großartig. Aber das war nicht wirklich eine Wahl, die ich getroffen habe. Ich war nicht besonders scharf darauf, meinen eigenen Namen zu benutzen und alleine zu spielen. Ich verstecke mich gerne hinter anderen Leuten, hinter einem Bandnamen. Aber als ich danach gefragt wurde, entschloss ich mich einfach, ich selbst zu sein. Des noms de groupe, etc. Mais là, pour le coup, vu que les gens m'ont demandé moi, j'ai décidé d'être simplement moi. Simplement toi. Du hast mit anderen Künstlern zusammen eine Gemeinschaft gegründet. Welches Ziel verfolgt ihr? Tu n'as pas pour envie d'être tout seul pour autant, puisque tu as fondé un collectif d'artistes musiciens. Dans quel but? Oui, exactement. Donc ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est un. Darüber erzähle ich sehr gerne. Die Gemeinschaft habe ich zusammen mit meinem besten Freund Thomas ins Leben gerufen. Er spielt in der Band Le Tumor Festival, die vielleicht manchen in der Region ein Begriff ist. Thomas und ich wollten ein wenig Familiensinn hereinbringen.
Wir kennen viele Bands von den Konzerten und hatten die gleichen Schwierigkeiten, an Auftritte zu kommen und bekannter zu werden. Da sagten wir uns, lasst uns zusammenarbeiten. Das wäre doch genial. On s'est simplement dit, tiens, si on se mettait à bosser ensemble, ça serait plus sympa. Et ce qui a été génial avec ce collectif qui s'appelle Pandoro Productions, c'est que on a eu relativ schnell wollten viele Leute bei unserer Gemeinschaft Pandora Production mitmachen. Und es ist schön zu sehen, dass es entgegen dem, was viele Leute denken, in der lokalen Musikszene keinen Krieg gibt. Es ist ein gegenseitiges Helfen und Unterstützen. Und das ist wirklich super. Contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, c'est pas une guerre, c'est de l'entraide, c'est de la convivialité et ça c'est vraiment super. Danke, Alan, für die Einblicke in dein Künstlerleben. Wie ich sehe, hast du für den nächsten Titel Verstärkung mitgebracht. Merci, Alan, donc pour tous les détails de ta vie d'artiste. Et à ce que je vois, tu es venu avec des renforts pour le prochain morceau. Alors là, ça va être la petite annonce du jour, en fait. Genau. Heute werde ich von Guillermo Koch begleitet, der Schlagzeuger in der Band Echomatic ist. Sebastian, der sonst noch dabei ist, konnte heute leider nicht mitkommen. Wir hoffen, dass wir die Zuschauer begeistern und sie uns öfter sehen wollen. Notre bassiste qui a pas pu venir, on a formé donc désormais le Alan Ross Trio et voilà, donc on sera bientôt sur les routes et on espère que l'émission d'aujourd'hui donnera envie aux gens de venir nous voir. Aha, très bien. Liebe Zuschauer, hier kommt Once de Alan Ross accompagné de Guillaume Koch. Do you remember the first time I saw you? Do you remember first smile I gave you? It was so cold outside, but so warm here by your side. What happened to a smile? What happened to a lie? Disappear. So you
Diane Ross, accompagnée de Guillaume Corr. Waouh, merci. Avant de t'écouter pour un dernier morceau, parlons encore ensemble de tes engagements caritatifs. C'est important pour un artiste. Bevor du uns ein letztes Lied für heute präsentierst, erzähl uns etwas über dein karitatives Engagement. Ist das für einen Künstler wichtig? Quand j'ai commencé la musique, j'ai vu que je pouvais avoir un peu l'attention des gens et je me suis dit que je pouvais pas être Als ich mit dem Musikmachen anfing, merkte ich, dass ich die Aufmerksamkeit der Leute hatte. Ich sagte mir, dass ich nicht egoistisch sein darf und nur ich davon profitieren sollte. Ich wollte etwas bewirken. Vor einem Jahr veröffentlichte meine Band Three Beers ein Album und wir spendeten einen Teil davon an die Vereinigung Walk of Life in Lothringen. On leur versait une partie des bénéfices des CD. Malheureusement, c'est une association qui aujourd'hui a dû fermer. Et donc, on les salue les bénévoles qui ont beaucoup bossé pendant cette association, qui se sont donné du mal. Malheureusement. Leider musste sie mittlerweile schließen. Ich grüße alle Freiwilligen, die sehr viel geleistet und sich bemüht haben. Manchmal zahlt es sich leider nicht aus. Darüber hinaus hatte ich die Möglichkeit, für einen Spendenmarathon Konzerte zu geben. Ich fühle mich verpflichtet, solche Konzerte zu geben. Die Leute hören sich meine Botschaften an und es wäre idiotisch, daraus nicht mehr zu machen, als nur mich und meine Musik bekannt zu machen. Profiter de ça pour faire quelque chose de plus important que de promouvoir quelque chose de plus important que ma musique et que moi-même finalement. Merci pour ce témoignage et merci d'être venu sur la scène de Kubik. Danke, dass du zu uns auf die Kubik-Bühne gekommen bist, Alan. Merci à vous. Der letzte Song für heute heißt Outsider. Exactement. Donc ce morceau c'est donc un petit dernier encore une exclu pour vous aujourd'hui qu'on a composé avec Genau. Es geht darum, dass man sich manchmal wie ein Pferd fühlt, von dem niemand erwartet, dass es als erstes über die Ziellinie läuft. Es geht auch um mich, denn mein Leben war wahrlich nicht immer ganz einfach. Ich bin sehr froh, dass ich es bis hierher geschafft habe. Finalement qui parle de moi parce que j'ai une vie assez difficile et aujourd'hui je suis très content d'où je suis arrivé ici. Super. Also liebe Zuschauer, das war es für heute von Kubik. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und sagen auch Danke an alle Beteiligten. Encore merci aux partenaires européens et à tous les partenaires diffuseurs de cette émission. Mosaïque, TV Crystal, TV8, dem MKN und OKTV Südwestpfalz. Vergessen Sie nicht, dass Sie uns auch auf Internet besuchen können. N'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Also on continue maintenant avec, et on termine surtout avec Alan Ross, bis nächstes Mal und salut. Even if you know you're losing.
than what you fight for. Nothing doesn't matter more than what you fight for. Nothing doesn't matter more.